In den vergangenen Handelstagen wurden zahlreiche Konjunktur- und Unternehmensdaten veröffentlicht, also eine regelrechte Zahlenflut, die von den Derivateanlegern auch zu verarbeiten war. Und mein Kollege Holger Scholze hat in dieser Woche das Geschehen am Derivatemarkt hier im Blick. Holger, was gibt's zu berichten? Wie haben die Anleger agiert? Conny, es war natürlich gar nicht so einfach, das alles zu verarbeiten. Wir müssen das vielleicht ein bisschen auseinandernehmen. Zunächst mal, die Konjunkturdaten aus Amerika waren tendenziell nicht so gut wie erwartet. Da haben wir zum einen einen starken Rückgang gehabt beim Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind deutlich angestiegen in Amerika und das hat natürlich den DAX von dieser Seite her schon mal stark belastet. Hinzu kommen die ganzen Diskussionen um Griechenland, sprechen wir vielleicht noch drüber. Aber auf alle Fälle hat das dafür gesorgt, dass der DAX nach unten gekommen ist, aber im Anlegerverhalten, und das drückt auch der EUWAX Sentiment Index aus, sehen wir doch eine große Ausgeglichenheit im Durchschnitt, tendenziell. Aber dass der EUWAX Sentiment Index hier jetzt im Durchschnitt der vergangenen Woche in der Nähe der Nulllinie liegt, heißt nicht, dass hier nichts los war. Ganz im Gegenteil, es ging ruckzuck sehr, sehr schnell, immer hoch und runter, immer hin und her. Die Ausschläge waren groß, teilweise ging der Sentiment Index auf plus 80 Punkte nach oben, teilweise auf minus 70 Punkte nach unten, je nachdem, welche Bewegungen der DAX vollzog. Dabei sind die Anleger sehr kurzfristig orientiert, setzen sich enge Stoppkurse, sind sehr, sehr diszipliniert vorgegangen und ich glaube so vom Gefühl her, unter dem Strich haben sie tatsächlich auch trotz des vielen Hin und Hers Geld verdient. Das würde uns natürlich freuen, wenn es so wäre. Hoffentlich ist es auch der Fall. Sie haben Griechenland gerade erwähnt. Griechenland auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Was haben die Derivateanleger daraus gemacht? Na, da schaut man sich natürlich vor allen Dingen den Euro an und der hat natürlich ganz eindeutig gelitten, ist unter die Marke von $1,35 gerutscht, aber da keimte doch hier mehr und mehr die Hoffnung auf am Parkett der Börse Stuttgart, dass es Lösungen geben wird, baldige Lösungen geben wird, um das Griechenland-Thema bald zu einem guten Ende zu führen. Hier waren eindeutig mehr Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate, Bull-Zertifikate auf den Euro gefragt. Dabei sind die Anleger nicht nur kurz, sondern durchaus auch mittelfristig orientiert. Also hier ist der Optimismus zumindest ziemlich groß, dass man das Problem in den Griff bekommen wird. Und die Commerzbank-Aktie, ich habe mir den Chart angeschaut, da war jede Menge Spannung zu sehen, da ging doch mehr oder weniger die Post ab. Was haben die Derivateanleger daraus gemacht? Ja, die meisten Marktteilnehmer haben aber da kräftig eins auf den Deckel bekommen. Das muss man ganz klar so feststellen. Am Montag sind viele schon eingestiegen in Calls, hatten also auf eine positive Überraschung bei den Commerzbank-Zahlen gesetzt. Dann kam alles ganz, ganz anders. Der Milliardenverlust fiel deutlich höher aus, als das ohnehin schon befürchtet worden war. Und die Enttäuschung war groß. Der Aktienkurs verlor in der ersten Reaktion. Und da mussten Anleger natürlich zunächst erst einmal versuchen, ihre Verluste in den Calls zu begrenzen. Das ist dann hoffentlich dem einen oder anderen ganz gut gelungen. Aber dann nach ein, zwei Handelsstunden, als der Kurs dann enorm verloren hatte, kamen die ersten Mutigen schon wieder zurück und bauten Positionen auf in Long-Zertifikaten und Call-Optionsscheinen. Und dieses setzte sich dann sogar noch am Tag danach fort, als der Commerzbank-Kurs weiter nach unten kam. Also die Anleger hatten hier offenbar Nerven so stark wie Stahlseile, denn sie gingen weiter rein und bauten diese Positionen auf, setzen also hartnäckig auf eine möglicherweise nur technische Erholung der Commerzbank-Aktie. Wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und vielen Dank, Holger, für diesen spannenden Wochenrückblick, anscheinend auch ganz spannenden Woche.